in den Koffer und da, oh, die Haare glitschen durch. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Yandere Simulator. Ein neues Update ist raus. Wir haben die zwei Versionen, 2. März. Und wir haben einen Schlägertrupp in der Schule. Ja, die ganzen bösen Bitches sind in Aga School angekommen. Und was ist das? Was ist das? Der guckt was raus. Da ist ein Buckel. Der Buckel war vorher nicht da. Und der Buckel macht mich jetzt nervös. Und das ist was? Toilette? Da ist ein Timer. Da läuft ein Timer. Warte, dich. Oh, eine Müllhalde. Und der Ofen ist hier. Was hast du jetzt mit dem Timer auf sich? Mit der... Okay, warten wir mal die 6 Minuten ab, müsste ja gleich passieren. Währenddessen hole ich mir mal ein Lieblingsspielzeug, die gute Sägechan. Lange Zeit ja war Mob-chan mein Lieblingsspielzeug, aber Sägechan ist praktischer, es ist handlicher und es macht... Okay, die spawnen einfach so. Wir sind gerade einfach gespawnt und guckt euch das an. Klischeehaft, da kann man keinen Schlägertrupp in ein Spiel einbauen, oder? Okay, wir kommen ein bisschen näher, mal gucken, ich habe irgendwie Angst vor denen. Guckt, die sind gefährlich. Das sind Baka-Bitches auf der rechten Seite und Baka-Bakas auf der linken Seite. Hello Girls, ich möchte in einen Club beitreten, ich habe dicke Hupen. Und ihr? Ihr nicht. Die haben alle so Mundschutz davor und die sehen irgendwie echt böse aus. Sie sehen böse aus. Wow. Peace. Too close. Jo. Too close. Ach, hör auf. Quit it. Okay, mal gucken, was die Jungs machen. Die Jungs machen hocken hin wie so Russen. Fehlt noch, dass sie Adidas-Kleidung haben. Wir haben mal eben so eine Brechstange und sitzen einfach so draußen. Irgendwie strange. Mal gucken, ob ich einen epischen Kettensägen feige. Oh, 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 oh. Don't you know I eat girls like you for breakfast? Du willst Frühstück haben? Komm her, ich mach dich zum Frühstück. Die Grüne sieht... Huh? You wanna fight? Nee. Huh? What? Die Grüne fällt mich einfach komatos. Die hat mich ins Koma gehauen. Mal eben mit dem Baseballschläger bam ab ins Koma mit dir. Alter, ich lass mich doch nicht von ein paar Backer-Bitches hier umhauen, ne? Komm on, da hauen wir zurück. Mit der Kettensäge ging's nicht gerade. Beziehungsweise mit der Kreissäge. Wir pumpen alles in Physical Education. Wir brauchen was. Okay, Motherfuckers, ich hau euch, ich säbel euch kaputt. Und ich werde wieder ins Koma gehauen, ey. Hört auf mich endlich mal zu knüppeln. Ich will euer Freund sein. Hör auf mich zu knüppeln, Backer-Bitch. Diesmal machen wir Sneaky-Beaky-Action von hinten, aber die knüppeln mich nicht, wenn ich keine Waffe habe. Aber kaum hast du eine Waffe, sind die volle Kanonen gebissen und bam. Ich knüppel dich gleich. Ich werde euch zeigen, beschissenen Hooligans in der Schule. Ich werde euch zeigen, wie das hier gespielt wird. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Warum werde ich nicht zum Dämon? Es funktioniert nicht mehr. Ich kann kein Dämon werden. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Das coolste Feature in dem ganzen Game und es geht nicht mehr. Ich brauche noch ein Opfer. Ich brauche ein Opfer. Es funktioniert nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe schon 3 Leute hier noch mit dazu geholt. Guckt euch die Mädchenreichen an. Die stehen alle so. Entwickler, was hast du gemacht? Was hast du verändert? Warum kann ich kein Demo mehr werden? Ich wollte jetzt den ganzen scheiß Hooligan-Clan da eine umpfeifen, ey. Wie das gerade aussah. Wenn das beschleunigt ist, so. Tot. Gut, dann können wir halt kein Dämon werden, aber dafür haben wir einen fetten, schicken Musikkoffer. Guckt euch das Ding an. Da ist ein Kontrabass drin, das dämmert die Bude, du. Mal gucken, was wir damit anstellen können. 3 Yanderes mit einem Kontrabass liefen auf dem Schuldach und singen was. Zum Beispiel Grün Grün singt mir ein Lied. Und mit einem praktischen Koffer kann man auch schön seine Bagger-Bitches verstecken. Auf den Koffer zu schieben, Mann. Oh shit, oh shit. Oh shit, ihr habt nichts gesehen, Leute. Ihr habt echt nichts gesehen. Geht einfach weg. Geht weg. Oh Gott, ihr habt es gesehen. Was nun? Mein Gott, habt ihr noch nie eine Leiche gesehen, ihr ollen Dinger? Wie sneaky. Man kann fucking Katana in das Ding reinlegen. Guckt euch das an, das ist ja geil. Dann legt man seinen schicken Koffer hin, macht es auf, holt sich seinen freaking Katana aus, säbelt das in den Nacken rein. Und jetzt hoffen wir, dass wir das irgendwie reinlegen können. Ich raff diesen Koffer nicht. Man muss... Oh, warte. Die Leiche ist so groß, wir müssen die kleiner machen. Konnte ich nur so einen Amateurfehler machen? Natürlich, wir müssen die Leiche kleiner machen. Alles muss man selber machen, ne? Komm, einmal durchsäbeln. So, jetzt haben wir so kleine Portionenhäppchen und jetzt können wir die reinpacken, oder? Komm on, tu es. Jawohl, jetzt geht es. Ja, davon rede ich. So, ein zweites Bein findet auch noch Platz. Der Torso packen wir mal hier oben rein. Sehr schön. Den Kopf, packen wir da vorne auf die Beine, ja, gut. Ist wie ein umgedrehter Mensch aktuell.
So, die Arme können wir hier an der Seite verstauen und alles findet seinen Platz. So, aber die Säge nehmen wir auch noch mit, das darf ja auch nicht fehlen. So, das verstauen wir dahin. Unser praktisches Katana, oh, das kriegen wir nicht mehr rein. Na gut, die Säge reicht mir auch. Wir schließen den Koffer und tada, oh, die Haare glitschen durch. Bestes Opfer ever. Jetzt haben wir so ein Cello-Case mit Haare. Bestes Kontrabass ever. Drei andere sind in der Schule mit einem Kontrabass. Und die Haare glitschen durch, da gibt doch keinen Scheiß was, ne? Euch juckt's auch nicht, von der fuck euch. So, jetzt können wir diesen Koffer so geschmeidig aufmachen und einzelne Teile entsorgen. Oh, ist das nicht ein perfekter Job? Zum Beispiel den Kopf, komm, lass nicht den Kopf hängen. Ein paar, den Körper können wir auch noch reindumpen. Und was haben wir hier? Die Hand, ja, die Hand ist sehr... Tada! Does this look like a club to you? Beat it. Yo, fuck it. Deine Frisur ist stylisch, Alter. Als ob du 10 Meter gegen den Wind gelaufen bist. Auf jeden Fall, so kann man seine Leichen an diesen Hooligans hier vorbeischleusen. Weil dafür sind die da. Die sollen dafür sorgen, dass es nicht so einfach ist, einfach Leichen zu entsorgen. Die verschwinden aber auch ab und zu mal, wenn der Unterricht zum Beispiel anfängt. Das sind brave Schüler, die gehen immer fröhlich zum Unterricht, wenn es sein muss. Oh, shit, das ist... Die haben abgeschlossen. Die haben abgeschlossen. Wenn der scheiß Unterricht anfängt, die schließen das Ding ab. Ich bin eingesperrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber wie schade. Ich hätte so gern als Dämon den einen so richtig umgewischt. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Aber irgendein Bug verhindert, dass ich ein Dämon werde. Deswegen haben wir nur die Hooligans und unseren neuen schönen Cello-Case. Ja, aber jetzt kann ich nach Hause. Und das wird mich keiner verdächtigen. Nix. Oh. Was? Oh, das Katana. Oh, das Katana liegt noch oben. Ich hab das fucking Katana vergessen. Ja, mit My Waifu und meine Fingerabdrücke sind auf der Waffe. Ja, sehr schön. Bester Killer ever. Weißt du, ich pack penibel die Leichenteile in diesen schönen Koffer hin, ne? Sortiere den Kopf nach hinten, den Brustkorb nach vorne, pack noch die Säge schön in den Innenraum und lass das Katana legen und lass mich den von den Bullen verhaften. Turn off den Best Killer ever. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, wenn ihr auch keine weiteren andere Simulator-Folgen verpassen wollt. Und klickt hier oben rechts auf das i, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.